Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Spot World. Ja, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ne? Wir sind ja noch auf dem Weg zu Shana. Ob wir da wirklich ankommen werden, weiß ich nicht. So. Wir gehen mal hier so ein bisschen, ne? Systematisch vor. Das erste, was ich hier, glaube ich, habe, sind die Steinbrüder. Hey, was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Sorry, ich habe gerade ein bisschen schnell weggeklickt gehabt. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja, ich bin Ralf. Und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Hey, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep, Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Oh, Feuer. Oh je. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Welt unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Oh Gott, die Beine sind irgendwie sehr seltsam. Die Welt und fragen wir weiter. Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit Stein einer Faust. Genau. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist? Einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein. Oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag's schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen? Hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen, auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Oh je, ehrlich gesagt, haben wir ja keinen blassen Schimmer, deswegen werde ich das so antworten. Und irgendwie weiß ich auch nicht so richtig, was die wenigen Steine von uns eigentlich wollen. vielleicht werden wir das ja noch herausfinden, ne? Aber wir machen hier erstmal, wir haben keinen Schimmer. Ich habe keinen blassen Schimmer. Dann ist es bewiesen. Du bist ein nichtsnutziger Grünschnabel. Ich wusste es immer. Ja. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha.
Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Das hatten wir ja schon. Shana ist Unsinn. Werde ich mal ein wenig wir werden es mal überspringen. Und wir werden jetzt mal eine andere Antwort nehmen. Und zwar das, was der Ralf gesagt hat, dass es ein Vogel ist. Shana ist ein Vogel. Denkst du das also? Interessant. Jetzt sind wir ja quasi auf seiner Seite. Zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie kommen wir auch weiter. Viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, also, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Theoretisch müssten wir mal dem Ralf recht geben, damit er ja weiter die Fragen stellt, ne? Deswegen bleiben wir dabei. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? In der Höhle. Wir bleiben dabei. In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Warum? Warum sind wir jetzt ein Grünschnabel? Das habe ich jetzt nicht durchblickt. Das müssen wir normal machen. Zurück zu eurem Plan. Es war ein Bild unmöglich. So, das müssen wir jetzt überspringen. Nur zur Info. Aber Unsinn. Unmöglich. Also. So, also erst unser Vogel. Du bist ein Meer auf. Die Antwort. Nein, unser Grünschnabel. Also. Dann nehmen wir wieder 11. Das ist du hast bis dahin war es ja auch noch richtig. Frage. Ich weiß sie wohl. Quatsch meinst. Was ich meine. Der Clown soll irrelevant. Die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Das habe ich jetzt überhört vorhin. Er meinte ja, was er sagt, also Ralf, ist irrelevant. Also ist die Höhle deswegen halt nicht richtig. Aber hat denn somit der andere Stein recht in der Mitte des Sees? In der Mitte des Sees? Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Nee. Ich. Okay. Zurück. Kommen wir denn jetzt hier doch nicht weiter? Also nur zu informieren. Und ob. Aber Unsinn. Möglich. Also. Vogel. Will das jetzt wissen? Nein, unser. Also. 11. Das so stell ich schon gut. Die Frage. Quatsch meint. Was ich. Der Clown. Also. Also. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt überhaupt irgendeinen Sinn hat. Aber jetzt hätten wir dann alle drei durch, aber wenn ich das wieder sage, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann weitergeht mit dem Gespräch. Woher soll ich denn das nun wieder wissen? Dann ist es bewiesen. Du bist ein nichtsnutziger Grünschnabel. Okay. Also es lief eigentlich darauf hinaus, dass wir ein Grünschnabel sind. Juhu. ja, aber ich wollte das austesten, ne? Deswegen habe ich es jetzt einfach mal mit allen drei Antwortmöglichkeiten probiert. So, soll ich euch mal woanders hintragen? Wisst ihr, wo ich Shana finde? Wie machen wir das? Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Ja, da steht nur eine auch. Tür. Was? So ein Unsinn? Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber... Wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren, 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich, ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, die Termiten. War klar. Sehr geil. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem! Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen. Und dabei bleibt es. Oh Mann. Okay, gut. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Oh Mann, die beiden sind ein bisschen Panne. Okay. Ich merke mir einfach mal, dass sie hier sind. Auch wenn ich noch nicht so ganz geschnallt habe, warum, was uns das bringen soll. Was ist denn, wenn wir jetzt trotzdem einfach angrabbeln?
Hey, was hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, du Clown. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Beinwesen rumschleppen. Okay. Und der andere? Hey, was hast du vor? Ich dachte, ich... Das schminkst Steine... Okay, ist das Gleiche. Aber schön ist es echt. Okay, gehen wir mal zur Tür, wa? Ich glaube, die Tür ist so das Nächste, was uns interessieren könnte hier. Ja, mehr sehe ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Wir haben hier die Tür. Shanas Tür. Super. Also, von ihrem Haus, ehemaligen Haus. Hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Naja, nun ja wahrscheinlich nicht mehr. Hallo? Jemand zu Hause? Nichts, natürlich nicht. Was habe ich auch erwartet? Können wir jetzt die Tür etwa noch öffnen? Ernsthaft? Was war denn der Quatsch? Was? Wir können da reingehen? Bitte wie? Okay, das machen wir mal. Und nu? Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. Alles klar. So ein Grünschnabel. Alles klar. Also eigentlich ist mir nichts klar, aber... ist halt irgendwie so ein Zauberhaus, wahrscheinlich. Wir müssen halt irgendwas machen, um da reinzukommen. Also um da wirklich reinzukommen und nicht nur einmal rumzulaufen. So, jetzt haben wir hier noch ein Stückchen dazu gewonnen, aber ich glaube, das bringt uns nichts, ne? Okay, mehr Bild sehen wir auch nicht. Okay, ich glaube, unser Freund kann uns jetzt auch nicht wirklich helfen, unser Spot. Was haben wir denn in der Tasche? Die Schildkröten. Noch eine Mütze. Das war's, alles, was wir hier sehen, oder wie? Ah, ne, die Schaufel haben wir noch und das Gebiss. Ich probier's mal mit den Schildkröten. Nee, irgendwie so wird das nix, ne? Jetzt hängen wir mal den Stein. Was ist denn das? Sieh mal, Ingo. Eine versteinerte Schildkröte. Bist du dir sicher, dass es eine versteinerte Schildkröte ist? Es könnte auch ein verschildkröteter Stein sein. Wenn hier etwas verschildkrötet, Ingo, dann ist es dein Gehirn. Okay, können wir die wegsprengen? Oh, Feier. Hey, was hast du vor? Wieso? Was hat er denn vor? Ich sehe nichts. Ich glaube, er will dich sprengen. Was? Warum denn mich? Na, du bist viel hohler. Gnade. Ingo, du Jammerbrocken. Wir sind Steine. Wir winseln nicht um Gnade. Wir stellen uns unserem Schicksal. Okay, das können wir nicht. Aber wir setzen ihnen eine lustige Mütze auf, oder? Was? 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 Ach, nichts weiter. Ich hatte da nur so einen Gedanken. Ja, schade. Oh. Grete, sollen wir die einpacken? Was soll das denn sein? Wieso? Was ist denn da los? Der Clown versucht uns mit seinem Beinwesenkrempel zu bestechen. Oh, ist es bunter Beinwesenkrempel? Ingo, reiß dich zusammen. Wir brauchen seinen Plunder nicht. Und wenn er noch so bunt ist, richtig? Richtig. Ausbuddeln vielleicht, die beiden? Hey, was hast du vor? Wieso? Was hat er denn vor? Ich sehe nichts. Ich glaube, er will dich verbuddeln. Verbuddeln, okay. Was? Warum denn mich? Na, du bist viel runder. Gnade. Ingo, du Jammerbrocken. Wir sind Steine. Wir winseln nicht um Gnade. Wir stellen uns unserem Schicksal. Jawohl. Was sollen wir tun? Ich habe keine Ahnung, wie man hier wahrscheinlich schon wieder merkt. So. Behalt deinen Beinwesenkrempel für dich. Genau. Behalt ihn für dich, deinen bunten, glitzernden Beinwesenkrempel. Ich will ja schon gerne. Was auch immer wir damit eigentlich wollen würden. Ne? Er kann ja damit eh nichts anstellen. Das bisschen ankratzen werden wir wahrscheinlich auch nicht können. Die Grete, kein Plan hier. Was denkst du denn? Wir sind Steine. Wir brauchen nicht einmal einen Magen. Und wozu braucht ihr dann Zähne? Um sie unseren Feinden zu zeigen. Super. Okay, ich habe keine Ahnung, Spot. Guck mal her. Hey, du da! Pfeif dein stinkendes Haustier zurück! Spot stinkt nicht. Ha, wer redet denn mit dir? Ich rede natürlich mit der Raupe. Okay, scheiße, was machen wir jetzt? Machen wir mal die Tür nochmal zu.
Muss man vielleicht irgendwas an der Tür vorher machen, die Tür wegbomben? Die ganze Welt ist voller Hürden und Hindernisse. Und ich verschwende meine wenige Energie an einer Tür, die nicht einmal verschlossen ist? Ich bin so jämmerlich. Naja. Ich weiß ja nicht, wie wir da durchkommen sollen. Durch die Tür. Da können wir auch mal mit den Steinen quatschen. Haben die denn irgendeinen Tipp für uns? Hallo, ihr zwei. Bingo! Sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Ja. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht. Jetzt hast du's. Aha. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Scheiße. Aber dieser Plan hilft uns doch auch nicht weiter. Genug von euren Spinnereien. Spinnereien? Das müssen wir uns nicht. Schon gar nicht von so. Okay. Bis später. Du weißt ja, wo. Wir sind stark. Irgendwie bringt das nichts, ne? Haben wir noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nö, wir haben beide Steine. Was eigentlich wurscht ist, weil immer nur der eine antwortet. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel. Ja, dann antwortet der immer nur der linke Stein. Du weißt ja, wo du... Wir sind... Also, der quatscht hauptsächlich mit uns. Was sollen wir hier tun? Ich weiß es nicht. Greta, das ist als Türstopper vollkommen ungeeignet. Ja, okay. Die ganze Welt ist voller Hürden und Hindernisse. Und ich verschwende meine wenige Energie an einer Tür, den ich bin so... Das kennen wir auch, natürlich. Gebiss. Das ist als Türstopper vollkommen un... Wir probieren alles weiter aus hier. Das ist als Türstopper... Kesha. Das ist als Tür... Und dann hatten wir noch hier die Bombe. Ich habe mich schon ausprobiert. Messer. Die ganze Welt ist voll... Und ich... Ich bin so... und die Mütze. Das ist als Türstopp. Ich habe einfach keine Idee, Leute. Können wir denn von... Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Sollen wir die Tür von der Seite öffnen? Verschlossen. War ja klar. Hä? Von der Seite ist die Tür verschlossen? Und von der Seite geht die Tür auf. Moment. Aha, können wir so lang rein? Ah, ding, ding. Meine Güte, zum Glück. Hab ich's doch ausgekriegt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie ist das möglich? Shana? Aha, interessant. Aber es antwortet niemand. Rausgehen wir jetzt mal nicht, bevor wir das reingeschafft haben. Hier haben wir einen Globus. Was Zettel sind da? Okay. Das ist um das Fenster, sieht auch sehr interessant aus. Wir bleiben mal hier vorne bei den Zetteln. Was sind das bloß alles für Zettel? Ja, vor allem, die sind hier überall, ne? Also überall. Das sind keine Kochrezepte. So viel kann ich erkennen. Okay. Hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe. Und ich habe schon eine. War hier auch irgendwas? Nee, das war nur die Tür, ne? Okay, dann gehen wir mal zum Globus. Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Corona ist weit entfernt. Die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem. Sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht. Aha. Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Okay, der Teppich ist uns bewusst. Können wir denn hier irgendwo weiterlaufen? Da haben wir jetzt nur diesen Raum. Ich glaube, wir haben nur diesen Raum, ne? Da haben wir noch einen Sessel. Was? Die Uhr? Und das war's auch schon, oder wie? Okay, Shana scheint zum nicht Sessel. Zu Hause zu sein. Hallo, Shana? Ich mache lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Hals. Okay, dann haben wir noch die Uhr. Oha. Oha, hier müssen wir irgendwas machen. Ich muss nur herausfinden, was das sein soll, was wir hier machen müssen. Ziffernblatt. Wir können das gar nicht anklicken. Irgendwie nicht. Naja, so viel, so gut. Eine ganz normale Uhr, wie mir erstmal auf den ersten Blick hier so scheint. Da haben wir noch den Minutenzeiger. Müssen wir den stellen oder was? Aber ich kann hier gar nichts machen. Ah ja, doch, am Knopf. Ah ja, okay, so bewegen wir diese Uhr.
Und nu? Okay, ich muss herausfinden. Minispiel überspringen? Nein? Ja? Nein? Ich brauche einen Hinweis. Kann ich irgendwas öffnen? Bringt mir auch gerade nichts, ne? Minispiel. Das ist schön, dass wir jetzt hier ein Minispiel haben. Aber ich frage mich, ich brauche doch einen Hinweis. Sonst habe ich doch gar keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Hä? Ich kann jetzt hier alles einmal klicken, oder was? Aber es bringt uns ja auch nichts. Ich wollte eigentlich nochmal rausgehen und mir nochmal das Zimmer genau angucken, ob ich da irgendwas finde. Aber wenn ich jetzt X drücke, dann überspringen wir das Spiel, was ich jetzt eigentlich nicht machen möchte gleich. So, jetzt sind wir einmal rum. Nu, wie habe ich denn das gemacht, dass der sich komplett dreht? Aha. Wir haben nur diesen einen Zeiger? Fehlt hier nicht ein Zeiger? Moment. Ah, schau an. Jetzt haben wir einen zweiten Zeiger. Das heißt, dann... So, auf die 12. Können wir noch irgendwas einsetzen? Ich glaube nicht, oder? Nee. So ein Quatsch. Ach, kommen wir doch wieder zurück. Ah, wir können doch zurück. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Das wollte ich jetzt wissen. Wir haben auf jeden Fall einen zweiten Zeiger eingebaut. Erstmal. Dann will ich mich hier eigentlich erstmal ein bisschen umschauen. Wir haben hier den Sessel. Wahrscheinlich müssen wir die richtige Zeit einstellen, um Shana zu treffen. Kann das sein? Aber ich habe gehofft, wir finden hier irgendeinen Hinweis darauf, was wir da einstellen sollen. Der Herbstwald ist auf dem Globus. Corona ist... Ich sehe hier jetzt aber irgendwie gar nirgendwo einen Hinweis. Gehen wir nochmal auf die Uhr. Wir haben Stundenzeiger jetzt, wir haben den Minutenzeiger. So, hier ist ganz normal die Uhr halt angegeben. Hier oben ist eine Sonne, ja, wunderhübsch. Links und rechts erkenne ich jetzt überhaupt nichts weiter. Jetzt können wir den Minutenzeiger drehen. Jetzt haben wir sogar den Stundenzeiger, den wir drehen können. Ah ja. Und was ist mit dem Knopf? Was soll das, frage ich mich. Das kann ja ewig dauern, wenn ich jetzt alles rumprobieren soll. Kann das wirklich ewig dauern? Ich weiß nicht, ob die Steine uns einen Hinweis geben können, wenn wir nochmal rausgehen, aber... Nein, nein. Ja. Ich will jetzt den anderen Zeiger wieder... Oh Gott, Entschuldigung, habe ich mich erschrocken. Alter! Was zur Hölle? Ich kann doch nicht sowas mit mir machen. Schock für mein Leben hier. Okay. Wie auch immer wir das jetzt hingekriegt haben. Mein armes Herz. Okay, da leuchtet das Licht rein auf den Zettel hier das wahrscheinlich. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Ja. Kann das Zufall sein? Alter, wahrscheinlich nicht. Nimm diesen Zettel. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Aha, lies mal vor. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Okay. Das sind keine Kochrezepte. Einen schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Kapier ich auch nicht. Aber vielleicht... Müssen wir auf dem Sessel irgendwas draufpacken? Ich mache lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Hals. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun? Können wir die Uhr nochmal benutzen? Okay. Wir können hier tatsächlich noch was machen.
Passieren dann andere Sachen noch? Oh, tatsächlich. Was tun wir hier überhaupt? Aha, ein zweiter Lichtstrahl. Der Zettel wird aber auch noch angestrahlt, oder was? Kann sein. Ein schlafenden Riesen, ein gefallenen Hund. Oh Gott, das können wir doch alles gar nicht merken, Leute. Ich glaube, ich muss die Folge gleich beenden, sonst wird es nämlich zu lang. Aber hier, das schauen wir uns noch an. Ich sag das anschauen. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Kann das Zufall sein? Lies mal das vor. Das sind keine Koch. Okay. Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Da steht, die Farben kommen zurück in die Welt. Oh, oh Gott, Leute. Was zur Hölle? Den schlafenden Riesen wecken. Die Farben kehren zurück in die Welt. Irgendwie sowas. Muss ich mir das notieren? Moment. Lies mal. Können wir das da jetzt steht uns mal? Eine kurze ja. Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Ja. Hä? Was soll denn das heißen? I don't know. Aber erzähl mir nicht, wir müssen dann nochmal was machen. Also wir hatten jetzt Viertel, wir hatten jetzt halb. Und Dreiviertel war aber nix. Nee. Jetzt probiere ich es mal mit dem kleinen Zeiger. Mal der große Zeiger. Ich mach jetzt mal hier diese offensichtlichen Nummern, ne? Okay. Jetzt wieder der. Nein! Jetzt wollte ich eigentlich wieder den großen Zeiger. Okay, passiert auch nichts. Okay, kleiner Zeiger und wieder großer Zeiger. Okay, jetzt haben wir aber alles gemacht, was zumindest hier um Viertel, halb und Dreiviertel ist. Ob wir da noch ein bisschen rumrühren, weil solange das hier ist, können wir wahrscheinlich da immer noch was tun. Ich werde jetzt hier aber einen kleinen Schnitt setzen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge einfach wieder und dann machen wir hier an der Stelle einfach weiter. Und da probiere ich nochmal ein paar Sachen aus an der Uhr und schauen, ob wir dann durch Zufall noch irgendwas herauskriegen. Ja, das lautet der Plan für die nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!